Ja, ist gar nicht mal so einfach, ne? Ja, der Buddha hat gesagt, bevor er sich die drei Fragen nicht beantworten konnte, nicht vollständig beantworten konnte, hat er nicht die vollständige Erleuchtung erlangt. War eben noch so ein Bodhisattva, der auf der Suche war, der schon vieles verstanden hat, aber eben noch nicht alles. Und es macht auch deutlich, dass also diese reale Gefühl etwas ganz Besonderes ist in der buddhistischen Lehre oder der Lehre vom Buddha, genauso wie die Wahrnehmung, weil wir nehmen durch die Wahrnehmung, können wir uns immer zum Objekt machen und können sozusagen Erkenntnisse über uns sammeln. Und das Gefühl ist etwas, der Objektgeschmack, sagt man. Also so wie das Objekt schmeckt, geistig. Angenehm, unangenehm, neutral. Also diese Dreier-Einteilung. Es gibt noch eine Fünfer, aber lassen wir es mal bei der Dreier-Einteilung. Angenehm, unangenehm und neutral. Und dieser Objektgeschmack ist in jedem Bewusstsein. Und der wechselt. Jetzt hat er aber die Frage gestellt, das positive Gefühl. Beim negativen Gefühl sind wir uns alle einig, was ist das Negative daran? Am Negativ, das brauchen wir nicht lange drüber zu reden, das fühlt sich halt schlecht an. Ne? Und keiner möchte es haben und dauerhaft haben. Und beim negativen Gefühl ist es ganz einfach. Beim neutralen Gefühl, das nehmen wir oft häufig gar nicht wahr, weil wir sind immer so zwischen den zwei Polen, positiv, negativ. Und erst wenn unsere Achtsamkeit ganz, ganz groß ist, dann können wir auch noch neutrale Gefühle wahrnehmen. Normalerweise können wir es nicht wahrnehmen. Aber das positive Gefühl, da kann man nicht genug von kriegen. Alle sagen, das ist richtig gut, wenn man viel davon abkriegt oder so und davon anhäufen kann. Und was daran schlecht ist, ist erstmal schwer einzusehen, am positiven Gefühl. Also das Positive am positiven Gefühl ist die Qualität, die damit verbunden ist, dass es Freude erzeugt, dass es sich gut anfühlt, dass es einen guten Objektgeschmack hat. Also das ist evident. Das fühlen wir, wir alle wollen positive Gefühle haben. Also die erste Frage zu beantworten ist einfach. Das Positive an dem positiven Gefühl ist, dann wenn ich es habe, ist es etwas Positives. So, jetzt ist die zweite Frage, was ist das Negative an dem positiven Gefühl? Eine schwierigere Frage. Das klingt erstmal paradox. Keiner sagt so nach dem Motto, man will einem die Suppe verderben oder irgendetwas schlecht reden. Manchmal sagt man auch, der Buddhismus ist so pessimistisch und so, indem man da überall was Negatives reinlegt. Nee, ganz so ist es nicht. Was ist das Negative an dem positiven Gefühl? Und der Buddha sagt, dass es dem Gesetz des Wandels unterworfen ist. Es entsteht und vergeht. Und wenn wir uns bewusst machen, entsteht das Gefühl durch Sinneskontakt, Sinneseindruck mit dem Sinnesobjekt. Machen wir mal ein positives Gefühl. Da haben wir ein Objekt. So. Und schon ist das nächste Bewusstsein. Da ist schon nicht mehr sicher, dass das positive Gefühl ist. Das geht nicht einfach mit, sondern könnte schon neutral sein oder letztendlich ein negatives Gefühl oder neutral sein oder negativ, sagen wir mal. Also, dass es dem Wandel unterworfen ist. Und im
Vedanas Samyutta wird Gefühl mit etwas wie mit dem Wind verglichen. Also wenn wir einen Windhauch spüren, ja, dann spüren wir sozusagen vielleicht die Berührung und mit der Berührung mit Passa entsteht positives Empfinden. Und im nächsten Moment bläst es von der anderen Seite schon, ist wieder was anderes. Also alles ist bedingt, durch die Bedingtheit ist das Negative am positiven Gefühl. Dass wir es nicht dauerhaft halten können, weil es dem Wandel unterworfen ist. Wir können es nicht festhalten. Es ist so ein bisschen, wenn wir sehen oder hören, dann treffen die Objekte auf uns ein. Wir hören etwas, was entsteht und vergeht, immer mit Gefühl. Mit Gefühl, entstehen von Gefühl, vergehen von Gefühl, entstehen von Gefühl, vergehen von Gefühl, entstehen von Gefühl, vergehen von Gefühl. Also ein flüchtiges Phänomen, ein Flimmern ist das Gefühl. Und trotzdem haben wir oft in unserer Verblendung, denken wir könnten das Gefühl festhalten. Wenn wir die Objekte kriegen, dann ist es sozusagen das positive Gefühl automatisch mit dabei. Wir sammeln positive Objekte an, Besitz, die oft mit positivem Gefühl verbunden sind. Und siehe da, da haben wir ganz viel und plötzlich verschwindet das positive Gefühl. Und da wollen wir mehr und 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 mehr. Und das ist Sucht. Sucht heißt, ich brauche immer noch eine höhere Dosis von Objekten, um das positive Gefühl zu kriegen, und irgendwann werde ich abhängig davon, von den Objekten, und ich kann trotzdem das positive Gefühl nicht halten. Das ist das Negative an dem Gefühl. Ich kann es nicht halten. Und was ist die Befreiung davon? Gefühle so sich hintereinander ohne da irgendwo sich beeinflussen zu lassen. Was habt ihr da weitergefunden? Was ist die Befreiung davon? Ja, laufen zu lassen, also nicht festzuhalten. Nicht festhalten, loslassen. Ja. Mhm. Und wenn wir im Paticca Samuppada heißt es, dass mit den Sinnesobjekten entsteht der Sinneseindruck, und mit dem Sinneseindruck entsteht das Gefühl, und mit dem Gefühl entsteht Begehren. Also die Kette wird beschrieben. Das heißt, wir versuchen an den Objekten, mit den Objekten entsteht der Sinneseindruck, und mit dem Sinneseindruck entsteht gleichzeitig das Gefühl, und mit dem Gefühl entsteht, mit dem positiven Gefühl entsteht die Anhaftung daran, die Durst danach, mehr von diesem positiven Gefühl zu kriegen. Und daraus entsteht Leiden. Also wenn man das sich bewusst macht, dass mit jedem Sinneskontakt, wir haben Millionen von oder Abermillionen von Sinneskontakten, entstehen immer wieder Gefühle und vergehen die Gefühle. Und es ist ja absurd zu glauben, dass wir das Gefühl konservieren könnten und in eine Dose reintun könnten, sozusagen zum festen Verzehr, sondern wir können uns nur davon abhängig machen. Und im Paticca Samuppada wird eben zwei Arten von Bewusstsein unterschieden. Ich sag jetzt mal sehen, hören und so weiter, riechen, schmecken bis Berührung, ne? Das kennen wir alle schon. So.
Und wenn wir irgendetwas wahrnehmen in dem ersten Moment, dann ist das Gefühl noch sehr schwach. Der Sinneskontakt noch sehr schwach, sehr passiv, das Erleben noch sehr schwach. Also wir sehen etwas, wir hören etwas, irgendeiner sagt uns etwas. Was Positives, was Negatives. Und wir hören das oder wir haben irgendeinen Kontakt in der Art und Weise. Und die zweite Reaktion darauf ist das Reagieren. Das Reagieren sozusagen. Das mit Tanha oder das mit Aversion darauf reagieren. Das heißt, wir sehen, und das ist ein Bewusstsein mit Javanas, mit einem besonderen Erleben. Wir sehen etwas und wir finden das unangenehm. Mit Aversion. Oder? Angenehm mit Gier. Das sind so die typischen Reaktionen auf Gefühle, auf leichte Gefühle, dass wir entweder das positive Gefühl mehr haben wollen, mit Gier reagieren oder mit Aversion reagieren, dass wir sagen, beim negativen Gefühl, wir wollen es nicht haben oder so. Und der Ausstieg besteht in dem Geisteszustand, achtsam zu bleiben. Nicht mit Gier, nicht mit Aversion, nicht mit Verblendung zu reagieren, sondern nur sehen und loslassen und also sich nicht in so eine Reaktion reinzubringen zu lassen. Egal wie die Reaktion ist, beim positiven Gefühl ist es Anhaften, beim negativen Gefühl ist es Aversion, ist es mit Schmerzen verbunden. Das sind Verstärker, die einen immer wieder in diesen Kreislauf reinbringen und einen regelrecht von den Gefühlen tyrannisieren lassen. Also der Ausstieg aus den Gefühlen ist eben auf den Sinneskontakt. Reagieren wir mit Gefühl und auf das Gefühl eben nicht mit Gier zu reagieren, sondern mit Loslassen. Also hinschauen, sich nicht gleich aus dem Häuschen rauskommen, heißt es sozusagen. Also wenn wir wahrnehmen, sollen wir nicht gleich reagieren im Sinne von mit Gier und mit Aversion. Und um das deutlich zu machen, hat ja der Buddha dieses eben das Gefühl als besonderes Phänomen herausgehoben, weil wir immer wieder negative Gefühle vermeiden wollen und positive Gefühle erhalten wollen. Negative Gefühle vermeiden heißt, wir reagieren mit Aversion, positive Gefühle erhalten, wir reagieren mit Gier. Und die Befreiung davon ist, nicht mit Gier und Aversion darauf zu reagieren, auf die Sinneswahrnehmung. Also mit Gleichmut, oder? Mit Gleichmut, mit Loslassen. Und das ist eine sehr, sehr tiefe Lehre. Die klingt sehr einfach, aber sehr, sehr tief. Das umzusetzen ist sehr, sehr schwer. Aber wenn wir meditieren und immer im Moment bleiben, dann haben wir eben mit der Achtsamkeit eine gute Gewähr, nicht rauszufallen in Gier und in Aversion. Und wenn wir rausfallen in der Einsichtsmeditation, dann sollen wir das auch vermerken, dass Gier im Geist ist, dass Aversion im Geist ist, und wieder zurückholen in das reine Betrachten von Gefühlen. Und der Buddha sagt, wir können die Dinge nur durchdringen, wenn wir mit Weisheit, mit Achtsamkeit und Weisheit die Dinge betrachten. Also im Moment bleiben. Wenn wir nicht von der Zukunft träumen, wenn wir nicht
an der Vergangenheit hängen, sondern unseren Geist auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und da die Gefühle, wie sie entstehen und vergehen betrachten. Dann durchschauen wir die Natur der Dinge, wie sie sind. Sie sind bedingt. Also wir rezitieren doch immer den schönen Vers Sabba Sankhara Anicchati. Also alle bedingten Dinge, und dazu gehört auch Gefühl, sind vergänglich. Auch die positiven bedingten Gefühle sind vergänglich. Das mit Weisheit immer wieder zu sehen, das immer wieder zu sehen, zu schauen in der Meditation. Und alleine mit Wissen funktioniert das nicht. Du musst meditieren. Sonst bist du in den Konzepten. Wenn du in den Konzepten bist, kannst du es nicht sehen. Weil es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, man muss nicht unbedingt meditieren. Nein. Das stimmt überhaupt nicht. Man muss meditieren. Man muss achtsam sein. Gut, was ist Meditation? Du kannst auch im Alltag sozusagen weise hinschauen und weise betrachten, sozusagen in dein Bewusstsein reintauchen. Das ist ja auch eine Art von Meditation. Aber wenn du darüber nachdenkst mit Konzepte, hat das nicht die Wirkung. Durchschaust du die Dinge nicht, wie sie wirklich sind, wie die Dinge entstehen und vergehen. Also das immer dieses das Entstehen und Vergehen zu sehen in Abhängigkeit, das ist sozusagen der Weg zur Einsicht. Und Buddha beschreibt das als den Strom des Entstehens und Vergehens zu betrachten. An Gefühlen, an körperlichen Phänomenen. Und da gibt es diese schöne Aussage, das, was war, existiert nicht mehr. Das Gegenwärtige existiert nur ganz flüchtig. Und das Zukünftige existiert noch nicht. Alle bedingten Dhammas existieren nur einen kleinen Moment und vergehen sofort wieder. Nach ihrem Vergehen kommen sie nie wieder in Erscheinung. Jetzt male ich mal was Schönes hin. Ich wollte eine Frage vor, ja? Die vielleicht ein bisschen verspätet. Die habe ich noch nicht. Und dann fünf Kanda, die ja. Gruppe ja. Und so, die stattfinden in einer Zeitreihe, könnte man so sagen. Zuerst ist der Körper, dann kommen die Kontakt mit etwas, ein Gefühl. Stimmt das, was ich sage? Dass dann eine Reihenfolge drin ist? In der zeitliche Reihenfolge. Zuerst mal gibt es den Körper, dann. Ja. Oder Kontakt. Und dann gibt es ein Gefühl, dann gibt es ein Geistbewusstsein. Nee, aber die Reihenfolge gibt es nicht. Das sind nur Kategorien von flüchtigen Phänomenen. Also es ist keine Reihenfolge in den Kandas oder so. Okay. So ist es nicht gemeint. Ne? Aber wenn es Abhängigkeiten gibt, das Bewusstsein braucht den Körper, hat als Grundlage den Körper. Ohne den Körper kann das Bewusstsein nicht bestehen. Ja, man nennt das Vattu. Und das Bewusstsein kann auch sozusagen ein materielles Phänomen als Objekt haben. Also in zweifacher Hinsicht steht es zu den materiellen Phänomenen. Also es gibt schon eine Beziehung zu diesen Dingen. Aber jetzt bei den Kandas ist das nicht so gemeint. Das ist nur eine Aufzählung, was es alles an Phänomenen gibt. An Kategorien. Was wollte man zufällig, dass gibt es zuerst eine Erlaubnisse etwas, dann gibt es ein Gefühl nachher, vorher kommt es nicht an, und dann man ist bewusst. Nein, er hat das so gemeint. Ich male jetzt mal die Person hin, ja. Also das ist ein Männchen. Und das Männchen sagt, ich.
Und da wissen wir, dass das ein Konzept ist. Dass das ja ein Konzept ist. Wenn, oder Person. Ja, Person. So, und jetzt sagt Buddha als Gegengift, das eben nicht nur in Konzepte sehen zu können, dazu sagt er, versuch mal alles, was du an Phänomenen erlebst und wahrnimmst in dir, dann siehst du Körperliches, dann siehst du Wahrnehmung in deinem Geist, dann siehst du Gefühle, ja, dann siehst du, das müsste mir helfen, Geistesformation. Und Bewusstsein. Also die Methode, sich von diesem Trugbild Ich-Person zu befreien, ist, indem man einfach alles zerlegt, was man als Person und Ich sieht. Indem man es zerlegt und sagt, ja, aus was besteht denn eine Person vielleicht? Körperlichen, aus Wahrnehmung, aus Gefühle, aus Geistesformationen, aus Bewusstsein. Da gibt es kein Ich und keine Person. Nichts, was über die Zeit hinaus. Es gibt nur diese fünf sozusagen Kategorien von bedingten Phänomenen. Aus dem setzt sich das zusammen, was wir normalerweise als Person bezeichnen. Also nichts Festes, nichts Dauerhaftes. Das ist die Methode der Khandas. Die Reihenfolge ist beliebig. Reihenfolge ist beliebig. Kommt auf die Situation an. Kommt auf die Situation an. Sagt jetzt nichts aus. Dass er Gefühl hervorhebt und Wahrnehmung hervorhebt, das habe ich ja schon mal deutlich gemacht, weil die von besonderer Bedeutung für den Befreiungsweg sind. So, und jetzt sagt ein Bewusstsein entsteht nur einen kleinen Moment und danach existiert es nicht. So, und da gibt es so schöne Aussagen. Dinge entstehen, bestehen einen Submoment und vergehen. Also entstehen, ein Moment und vergehen. Und jetzt kann man Aussagen dazu treffen. Alles ist einmalig. Davor hat es nicht bestanden. Danach wird es nicht bestehen. Es ist nirgendwo gespeichert. Es geht nirgendwo hin. Es kommt nirgendwo her. Alles ist ein Strom von flüchtigen Dingen, die entstehen und vergehen. Nichts von Dauer, kein Grund zum Gründen, keine Möglichkeit zur Zuflucht. Und wenn wir unsere weltlichen Ausrichtung beschreiben, warum sagt Buddha, was ist das Positive an dem Gefühl? Was ist das Negative oder die Gefahr daran? Und was ist die Befreiung davon? Dann drückt es auch das aus, dass wir in diese flüchtigen Dinge wir sozusagen ein Haus auf Treibsand bauen. Ja? Nichts von Dauer. Kein Grund zum Gründen, keine Möglichkeit zur Zuflucht. Und alle realen Dinge, so wie sie in der Wirklichkeit sind, unser Körper, ist dem Zerfall unterworfen, altert, ist dem Zerfall unterworfen. Wir können dem nicht entgehen. Alle Phänomene, die entstehen, vergehen. Nichts bleibt irgendwo gespeichert. Es geht nirgendwo hin, es kommt nirgendwo her. Nichts von Dauer, kein Grund zum Gründen, keine Möglichkeit zur Zuflucht. Und was ist die Befreiung davon?
ich habe jetzt gesagt, nicht anhaften davon. Sie besteht in dem Loslassen der bedingten Dinge. Und im Salayatana Samyutta beschreibt er und sagt er, indem er die betrachtet, die Dinge, wie sie entstehen und vergehen, und sich klar macht, die gehören mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein, so betrachtend, immer wieder betrachtend, lässt er los, wird er von den Dingen überdrüssig. Überdrüssig geworden, losgelassen, ernüchtert, ist er befreit, und im Befreiten ist die Befreiung erreicht, ist der Wandel oder so. Das sind ja die Formeln, die immer wieder auftauchen. Das heißt, wir müssen in der Betrachtung der Einsicht die Natur der Dinge durchschauen, wenn wir uns nicht narren lassen wollen. Am Anfang habe ich ja die schöne Einleitung gebracht, wo zum Ausdruck gebracht wird, dass wir immer wieder auf der Suche nach Glück sind, nach weltlichem Glück sind, nach weltlichen Gefühlen sind und am Ende vor dem Scherbenhaufen stehen und frustriert sind und nichts als Leere bleibt übrig. Diese Leere haben wir selbst geschaffen, wenn wir uns in die Dinge reinsehen, die sie nicht haben. Also die bedingten Dinge sind nichts von Dauer, kein Grund zum Gründen, keine Möglichkeit zur Zuflucht. Und im Dhammapada heißt es, alle bedingten Dinge sind vergänglich, alle bedingten Dinge sind unvollkommen, alle Dinge sind leer von Ich. Und was unbeständig ist, das ist unvollkommen. Was unvollkommen ist, das ist nicht das Ich. Was nicht das Ich ist, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein. So ist dies in der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit anzusehen. So sehend, ihr Mönche, findet der erfahrene, edle Jünger nichts daran. Er findet nichts daran. Weil er nichts daran findet, wird er entreizt. Weil er entreizt ist, wird er erlöst. Im Erlösten ist die Erlösung. Er erkennt, versiegt ist die Geburt. Vollendet der Brahma-Wandel. Gewirkt das Werk. Nichts Höheres gibt es über dieses hier, versteht er. Und wenn man die Salayatana Samyutta liest, ist es immer wieder die Betonung. Das heißt, wir sollten eigentlich, wenn wir unser Bewusstsein betrachten, immer wieder sehen, wie die Sinneseindrücke entstehen, dass sie in Abhängigkeit von Formen, vom Gehörten entstehen. Und dass da nichts Beständiges ist und dass das Gefühl auch nichts Beständiges ist. Und wenn wir das so sehen, dann werden wir in gewisser Weise ernüchtert von den Phänomenen. Und die Phänomene führen nicht dazu, dass wir Leiden in uns aufbauen. Wir kriegen so etwas wie eine friedfertige Leichtigkeit im Sein.